Ja, hallo Leute. Es folgt jetzt ein nachdenklicheres Video zu dem Fall von der, jetzt sind ja die Namen da bekannt, kann ich es auch alle sagen, Sophia Lösche, die immer noch verschwunden ist, aber inzwischen geht die Polizei auch von einem Verbrechen aus. Dringend tatverdächtig ist der marokkanische LKW-Fahrer. Es ist ein besonders tragischer Fall, der exemplarisch eigentlich das Dilemma zeigt, in dem wir stecken. Sie selber war bei den Jusos, oder ist es, je nachdem, also ist jedenfalls von den Jusos gewählt worden, zum Vorstand. War im Vorstand der Jusos Bamberg. Ihr Bruder ist Grünenabgeordneter. Sie arbeitet selber in der Flüchtlingshilfe oder arbeitete. Es gibt auch ein Bild mit ihr, wo sie vor einem Rechner sitzt, der vermutlich ihrer ist, weil sie vor ihm sitzt. Da ist ein Antifa-Sticker drauf. Also auch noch Antifa-Anhängerin. Und man kann irgendwie an dem Fall, dann kommen natürlich immer so Kommentare, dann, ja, da hat es mal die Richtige erwischt und so weiter. Man sieht halt, wie durch diese Einwanderungspolitik die Gesellschaft aufgespalten wird und auf beiden Seiten sozusagen nur noch Hass da ist oder aus dem Wut Hass wird. Natürlich hat es niemand verdient, sein Schicksal zu erleiden. Aber man kann das halt hier auch sehen, wie eigentlich hoffnungslos die Situation ist. Also sie hat selber Flüchtlingshilfe gearbeitet und zwar in einer, die einer wirklich, sagen wir mal, selbstlosen Organisation, wie es aussieht, No Border Kitchen, die Küche ohne Grenzen, die Organisation besteht ohne geregelte Hierarchie, sie ist anti-autoritär und selbst organisiert. Ihr langfristiges Ziel ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, also eine gute Sache. In so einem Artikel vom O-Netz, oder wie das heißt, werde ich dann verlinken, Sulzbacher, Rosenberger, Amberger Zeitung, ja, so, wird dann auch gesagt, zum Beispiel, 15 Mitarbeiter von Pro Asyl sind auf Lesbos gemeldet. Die gebürtige Ambergerin sagt, dass sie noch keinem von ihnen begegnet sei. Also hier ein bisschen kritisch, das hat sie aber sofort relativiert. Das hatte ihr Bruder gepostet und sie hat drunter gesagt, sie will auf gar keinen Fall pro Asyl angreifen. Also auch hier extrem politisch korrekt, also unter einem Pseudonym, aber ich habe es überprüft, das ist sie. Ich sage auch da jetzt die Namen nicht, das ist nicht so wichtig. Ich habe mir die Profile von beiden angeschaut, von ihm und dem Bruder, oder von ihr und dem Bruder. Und das wirft eben so ein exemplarisches Licht. Also ich habe auf die ganze Sache, ich habe den Aufruf von dem Andreas Lösche geteilt, ohne Kommentar, um halt auch damit zu helfen, dass die gefunden wird. Also da ging es jetzt nicht darum, ja, den da bloßzustellen, sondern halt, weil ich eine große Reichweite habe, habe ich mir gedacht, teile ich das. Hätte auch auf Deutsch formulieren können, das auf Englisch formuliert, obwohl die ja in Deutschland verschwunden ist, okay. Aber jedenfalls habe ich es geteilt, es wurde über 1000 Mal geteilt und es sieht eben leider danach aus, als ob sie eben einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Und ich will auch nicht zu viele Zerreingeheimnisse, ich kenne ja den nicht, aber ich finde, dass das so ein typisches Beispiel ist. Ich habe mir dem seine Facebook-Seite angeschaut, natürlich Refugees Welcome und so weiter. Aber so ein typisches Bildungsbürgertum, ja, zeigt sich bei Jazzveranstaltungen, macht eine Reise durch Europa, durch die Schlösser und Sehenswürdigkeiten. Also schaut sich das Europa an, das jetzt gerade durch die Immigrationspolitik zerstört wird und merkt auch die Diskrepanz da gar nicht. Und sie ja auch sozialisiert halt in dieser
ja, grün, linksgrün sozialisiert, und dann haben also ihre Freunde oder was haben auch einen Aufruf gemacht. Und natürlich hat also der, man muss dem Bruder gratulieren, der hat also alles getan, also gratulieren, also das Gutieren, der hat alles getan, um sie zu finden, hat das wohl selber rausgefunden mit dem marokkanischen LKW-Fahrer, hat das dann natürlich auch gepostet, damit man ihn besser findet. Und daraufhin kam natürlich dann, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie diese Leute schreiben, ja. Mittlerweile wissen wir, also das Schreiben dieser Freunde, mittlerweile wissen wir, dass der LKW ein blauer Sattelauflegerfirma mit marokkanischem Kennzeichen war. Warum bekommen wir Bauchschmerzen, wenn wir diese Information veröffentlichen? Jede weitere Angabe könnte doch eventuell der entscheidende Hinweis sein, um Sophia zu finden. Ja, genau. Und bei allen anderen Opfern, da hat es jetzt der Bruder selber in die Hand genommen, da wird nie veröffentlicht, wer wie woher kommt. Südländisches Aussehen. Je ungenauer die Angaben sind, desto schwieriger ist es, den Verbrecher zu finden oder dem Opfer noch zu helfen. Aber klar, da machen sie es. Macht er es jetzt korrekterweise. Aber für alle anderen Opfer gilt es natürlich in dieser Republik nicht, dass man möglichst genau wissen will, wer es gewesen sein könnte. Und dann natürlich Urteile über die Persönlichkeiten und Eigenschaften eines Menschen aufgrund eines postulierten kulturellen Unterschieds zu sehen, ist rassistisch. Wird jemand ohne Beweise zum Täter gemacht, weil er marokkanischer Abstammung ist, ist das rassistisch. Aufgrund der Handlungen von Einzelpersonen eine große Gruppe an Menschen zu verurteilen, weil sie angeblich zur selben Kultur gehören, ist rassistisch. Diesen Aufruf schreiben ihre Freunde noch während ihre Leiche noch gar nicht gefunden wurde. Wir distanzieren uns klar von solchen rassistischen Spekulationen und verurteilen eine Vereinnahmung seitens rechter Gruppierungen. Die haben nichts Besseres zu tun, als so einen Aufruf zu schreiben, wenn die Leiche noch gar nicht gefunden ist. Ich wollte ja eigentlich ein nachdenkliches Video machen, aber mir geht so die Galle hoch. Wir sind auch davon überzeugt, dass es gerade für Sophia wichtig ist, sich in diesem Moment klar gegen rechte Hetze und Rassismus zu stellen, so wie sie es mit all ihren unermüdlichen Engagements schon ihr Leben lang tut. Ich bin davon überzeugt, dass es ihr wichtiger wäre, noch zu leben. So, aber man kann natürlich, also falls das irgendwelche Grünen jetzt aus Versehen sehen, ja, weil es einer der ihren betrifft, ja, es ist richtig, nur aufgrund der Abstammung jemanden zu verurteilen, ist falsch. Aber es ist auch falsch zu leugnen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen im Schnitt viel krimineller sind. Das heißt, bei der Aufklärung einer Straftat spielt es natürlich eine Rolle, der kulturelle Hintergrund, weil die Polizei dann in eine andere Richtung ermittelt, als wenn jemand aus einer Gruppe kommt, die als bisher völlig harmlos in Erscheinung getreten ist. Es gehört zum kriminalistischen Einmaleins. Die Bevölkerungsgruppen sind im Durchschnitt unterschiedlich kriminell, und wenn jemand in einem bestimmten Milieu unterwegs ist, zieht man daraus andere Schlüsse. Das muss jeder Kriminalist tun. Und in dem Fall hat ja auch ihr Bruder das veröffentlicht, weil das eben helfen könnte bei der Aufklärung, dass es eben ein marokkanisches Kennzeichen war. Muss man dazu dann auch noch sagen, der war ja wahrscheinlich gar kein Flüchtling, 40 Jahre alt, und das ist eben auch so wichtig. Und der war integriert in dem Sinne, dass er gearbeitet hat. Aber der konnte wahrscheinlich sein Glück gar nicht fassen, dass jetzt ein Mädel dazu ihm einfach in den LKW steigt. Und sie hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, ich habe keine Vorurteile, es ist mir egal. Ich meine, es ist sowieso schon gefährlich zum Trampen heutzutage, aber dann auch noch in einen LKW zu steigen mit marokkanischem Kennzeichen, und sie wird wahrscheinlich sich sagen, ja, ich will jetzt dahin, ich habe keine Vorurteile, das ist so tragisch, ja. Und man sieht daran auch, wie absolut ausweglos die Situation ist. Solche Leute, es müssten ja, ich meine, nahezu täglich seit dem Tod von Susanna sind irgendwelche Mädchen verschwunden oder tauchen Leichen auf. Und dazu nochmal, ich habe es auch an die Grünen, die das vielleicht sehen. Wenn das alles Unfälle wären, dann müsste die Hälfte der Leichen Männer sein. Aber es sind immer junge Mädchen. Also das sind fast alles einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Damit ich das nicht vergesse, bei irgendeinem
dieser ganzen Opfer hat man jetzt einen Deutschen festgestellt und der Totenhöfer entblödet sich nicht, der AfD zu sagen, ob sie jetzt dafür auch eine Gedenkminute einrichten. 2000 Mal geteilt und weiß ich wie 100.000 Mal geliked. Es ist eben nicht der Normalfall mit diesen ganzen Leichen, die rumliegen. Weil oft kommt es gar nicht raus und wenn es rauskommt, sind es zu weit mehr als 50% eben keine deutschen Täter. Wenn sie mal einen Deutschen haben, dann wird gleich das Gesicht gezeigt. Natürlich nimmt die Aggressivität generell in einer Gesellschaft zu, wenn ständig irgendwelche Leute abgeschlachtet werden, abgestochen werden und die Leute sich schon Messer besorgen müssen, um sich wehren zu können. Aber natürlich heißt das nicht, dass es gar keine deutschen Verbrecher gibt. Dann kommen so Studien raus, es ist so sicher wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ja, glaubt ihr denn das wirklich noch, liebe Grünen und Roten? Wie viel von euch muss es noch erwischen, dass ihr es glaubt? So, natürlich ist da Häme nicht angebracht, aber man fragt sich wirklich, was denn noch passieren muss. Oder der Fall der Maria Ladenburger, bis heute haben sich meines Wissens nach die Eltern nicht selbstkritisch geäußert und gesagt, vielleicht, die ja mit der EU da in der Flüchtlingsfrage unterwegs sind, wenn es die eigene Tochter betrifft, dass man da nicht mal sagen kann, okay, ich habe mich geirrt, das ist mir so ein Rätsel, auch wenn ich noch so viel Geld damit verdiene, das ist mir doch wurscht, wenn ich die eigene Tochter verliere. Ich würde auch wahrscheinlich ganz gerne mal mit dem, wenn der will, ja, mit dem Andreas Löscher sprechen, der hat jetzt natürlich Besseres zu tun, ja, aber das biete ich an. Aber man sieht halt, wie gesagt, auch wenn man dann die, sie ist wahrscheinlich ein nettes Mädel, also die hat sich offensichtlich oder war es, halt da ehrenamtlich engagiert, so sieht es jedenfalls aus, ohne da Geld zu bekommen. Und dann hat sie 2014 zur WM zum Beispiel Vorrunden ausgepostet als ihr Profilbild. Also dass sie sich freuen würde, wenn Deutschland in der Vorrunde ausscheidet. Woher kommt dieser Hass in diesem Milieu? Der Hass auf die eigene Kultur, obwohl der Bruder rumläuft, in Europa rumreist und die Kulturgüter besucht. Ich meine, ich weiß, woher er kommt, das ist die Umerziehung, wo auch mit extrem vielen Lügen gearbeitet wird. Aber selbst ohne die, dieser Hass auf die eigene Kultur, das ist die konstruktivste Kultur in der Welt war, ja, bis zum Zweiten Weltkrieg. Und das ist ja nur eine ganz kurze Periode und dafür wird der Gauland schon wieder beschimpft, wenn er darauf hinweist, dass es eben nur ein Ausschnitt aus unserer Geschichte ist. Natürlich ist es die jüngste Geschichte, aber so schnell wie wir uns wieder demokratisiert haben, ich weiß nicht, ob das schon jemals in einem anderen Land gab. Oder ob es jemals ein Volk gab, das so schnell selbstkritisch mit seiner, auch wenn es aufoktroyiert war, mit seiner Vergangenheit umgegangen ist. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist eben diese Umerziehung, was sollst du da machen? Also diese Sophia ist hundertprozentig überzeugt gewesen von dem, was sie tut. Sie hat das nicht aus Bösartigkeit getan. Anderes Bild ist von so drei Flüchtlingskindern, das ist unsere Zukunft, ja, die so an der Wand gemalt waren. Im Profil, mit Pseudonym. Brauchst alles gar nicht, zeig's gar nicht, weiß er. Ja, was soll man da noch machen? Es kann ja nicht, wenn es mal 10 Millionen Menschen erwischt im Umfeld mit solchen Verbrechen, dann machen die auf, dann ist es zu spät, weil dann ist das Land untergegangen. Es ist ja noch nicht mal bei dem jetzt sicher, dass sich dem seine Einstellung zu der ganzen Politik ändert. Und bei seinen Freunden schon mal nicht, weil bei ihren Freunden, die das da gepostet haben, werde ich auch verlinken, weil die sich als ihre Freundin bezeichnet haben, setzt überhaupt keinen Nachdenkensprozess ein, obwohl gerade ihre Freundin vermisst wird und vielleicht tot ist. So verfahren ist die Situation. Ja. Die erreichen die nicht. Diese Freunde, das, wie gesagt, ihr müsst euch das durchlesen, die erreichen, die werden noch nicht mal davon erreicht, dass eine die ihren vermisst und wahrscheinlich jetzt ermordet wurde. Natürlich kann es theoretisch auch mal ein deutscher LKW-Fahrer sein, aber in der Masse ist es eben nicht so. Bei diesen Verbrechen, die in der Öffentlichkeit passieren und die aufgeklärt werden, handelt es sich zu weit über 50% nicht um Deutsche. Ja, ich bin meiner Zeit am Ende, aber ich bin auch langsam mit meinem Latein am Ende. Wir können die nicht erreichen. Ja.